Liebe Gemeinde, nehmt euch ein Getränk und kommt zu uns. Und er machte Taube hörend und löschte den Durst der Durstigen. Und so feiern wir dieses Scheibenaufhängen im Namen des MTV Rassel und unserer Geselligkeit und unserer Glückseligkeit. Amen. Und wir hören die Lesung aus dem Wassel-Evangelium im fünften Buch Mosche, im Kapitel 1. Die Verse 1 bis 40. Es begab sich aber zu der Zeit im Jahre des Herrn 2022, dass ein Gebot von dem Wirtschaftsminister Habeck ausging, dass alle Welt seinen CO2-Fußabdruck verringere. Ja, liebe Mitbürger, es hilft nichts. Wir müssen das 1,5 Grad Klimaziel einhalten. Tut's unseren Kindern und Kindeskindern zum Wohlgefallen. Um zu diesem Zwecke rüstet eure Heimstätte auf erneuerbare Energie um. Und stattet sie mit Ladestationen für Elektroauto aus. Das ist der Weg. Und dieses Gebot war das allererste und geschah zu der Zeit, da Almut Gellermann Bürgermeisterin in Wassel war. Und jedermann ging, dass er seinen CO2-Fußabdruck verringere, ein jeglicher seinen eigenen. Da machte sich auch auf Reinhard Maria aus unbekannten, fernen Landen in das liebliche Land zur Stadt der Welfen, die da heißt Hannover, darum, dass er ein Vorreiter der Klimafreundlichkeit war, auf das er finde ein Haus mit Ladestation für sein E-Auto. Mit Uta Josef, seinem vertrauten Weibe, die war von gleicher Gesinnung. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie endlich eine Ladestation brauchten. Sie kamen aber von Nordosten in die Gegend und zuerst in das Dorf Klötenwald. Und sie trafen auf den ersten Werbebewohner, der da hieß Barabbas. Der aber sprach: Ich
kann euch leider nicht helfen. Wir sind immer noch die Ende gebunden. Geht mal Richtung Westen. Vielleicht hilft euch da wer. Und nach 125 Jahren waren Barabbas immer noch die Hände gebunden. Und so zogen Reinhard, Maria und Mutter Josef weiter gen Westen. Und sie kamen in das Dorf Blum. Hier wohnten die, die da waren, Heiden und lebten wie die Vorväter des Isaak und des Abraham und die Vorfahren von Adam und Eva. Und sie kamen an die Heimstätte eines, der da hauste, der aber brabbelte. Was wollt ihr hier? Schon wieder, was heißt schon wieder? Déjà-vu! Elektro! Wir haben hier gerade das Feuer erfunden! Macht, dass ihr vorn kommt! Und der Fortschritt hatte noch keinen Eintritt gehalten. Und in ihrer Not zogen sie weiter und waren froh, als sie jenseits des Waldes waren. Und sie gingen weiter nach Süden und kamen in die 12-Apostel-Gemeinde, in das Dorf Mürringen. Da lebten fromme Menschen. Und Reinhard Maria und Uta Josef trafen auf die Pastorin, die da sprach: Schön, dass ihr da seid. Ich habe einen Tipp für euch. Geht nach Wassel. Dort tun sie alles, um die Schöpfung zu erhalten. Gott segne euch auf eurem Weg und für eure Projekte. Macht es gut. Alles Gute. Und so zogen sie weiter. Und Reinhard Maria und Uta Josef kamen endlich nach Wassel. Zu einem Hause, da war ein Mann, der ähnelte Reinhard sehr. Und der war aus dem Geschlechte Busche. Jenes berühmten Busche, der im Jahre des Herrn 1897 den MTV Wassel aus der Taufe gehoben hatte. Und der Mann war vergrämt. Denn er hatte eine Ladestation für Elektroautos, die aber wollte nicht recht funktionieren. Und als er ihn sah, sprach der Mann zu Reinhard Maria: Mein Herr, seid ihr's, von dem die Engel singen, dass einer kommen wird, der erleuchtete, der uns helfen wird, dass die Elektromobilität einzureiten in unser bescheidenes Dorf. Wenn ihr es seid, so helft mir. Wie kommt der Strom in mein Auto? Was glaubt ihr, wer ist? Er soll aufhören! Die Leute sollen sich ertüchtigen, sollen Fahrrad fahren und laufen! So ein Quatsch! Was soll der ganze Tönen? Ich bleib bei dem Braunkohle, ein echtes Naturprodukt. Total gesund und für die restliche Zeit den Vollpullover. Was glaubt ihr, wer ist? Der soll aufhören! Ich glaube an das Pferd. Das Auto ist nur eine vorübergehende Erscheinung. Und als Reinhard Maria die Ladestation repariert hatte, da weinte der Mann aus dem Geschlechte Busche vor Glück und sprach: Nehmt als Dank dieses Haus. Es steht frei. Ich habe gleich zwei Ladestationen für Elektroautos. Und dann werden die bezahlen auch die Finanzierung. Und so legten die Wassler unter Leitung ihres Nachhaltigkeitsmessias Reinhard Maria mit seiner Uta Josef im Jahre des Herrn 2022 den Grundstein für ein CO2-neutrales Wassel und hoben zum Symbole ihrer großen Tat eine Weltkugel aus der Krippe. Denn sie hatten sonst keine bessere Idee, sich an die Weihnachtsgeschichte anzunehmen. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde, bei dem Kaliberge Friedrichshall, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Welcher ist Reinhard Maria?
Düsseldorf, für Wassel. Und das hat zum Falschen. Ihr werdet finden, eine Weltkugel in der Krippe liegen. Und bald kamen auch drei heilige Könige aus fernen Landen. Auch die hatten die frohe Botschaft vernommen und wollten auch ihre Länder CO2-neutral machen und sich lehren lassen, wie dieses wohl vonstatten gehe. Und sie brachten Geschenke und legten diese der Weltkugel in der Krippe liegen zu Ehren nieder. Einer brachte ein Windrad. Einer brachte eine Wasserstoffflasche. Und einer ein Solarpanel. Und als diese große Tat vollbracht war und die Könige ihre Geschenke zu Ehren der Weltkugel niedergelegt hatten, sangen alle gemeinsam ein Lied der Glückseligkeit. Ökostrom, wie grün ist deine Herkunft. Du grünst nicht nur zur Sommerszeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Ökostrom, wie grün ist deine Herkunft. Ökostrom, du kannst mir sehr gefallen. Du treibst die Autos ohne Lärm, sodass die Leute davon schwärmen. Ökostrom, du kannst mir sehr gefallen. Ökostrom, dein Treib in mich hat's Leben. Die Hoffnung und Nachhaltigkeit sind Antriebskraft zu jeder Zeit. Ökostrom, wie blühen deine Farben. Und wir gehen hin in diesen wunderschönen Tag im Namen des MTV Wassel und seiner Geselligkeit und unserer Glückseligkeit. Amen.